Good morning. Gut zu sein, wie viele Jahre wir haben. Ich hoffe, ich fühle mich alle tüssig. Heute sind alle willkommen. Wir haben einen großen Sonntag. Viel, auch lange neue Leute, nicht? Ich wollte die Bekanntmerkung lesen, aber das erste, was ich rufe zur Andacht, ob ich erste sieht. In der Wort lehrst du nun, Luti deuten und die Sünden aufforschen, während du sie nun anrufst. Das ist in Apostelgeschichte 22, Vers 16. Vermittelst du sie an der Bekanntmerkung, von der wird hier mehrfach sein in der Gym, jeder eine ist eingeladen. Und die Nummer sind hier, für wem dat, an wem das erst zu halten. Und das nächste ist hier zu Madweg, da habe ich hier Youth Night. Donnerstag wird auf dem Worship Team hier war eine Practice. In Sinnund, da wird die Jugend sich hier klock nirgends morgens treffen zum Bereden. Und wollen sie mal rüt vor und besiegt im Heavy oder im Meltup lesen. Sind da noch andere Bekanntmerkungen? Wenn nicht, dann würde ich Danny Wieben abklären zum Schriftaufschnitt lesen. Und Worship Team kann auch noch kommen. Ja, ich werde die Versen hier lesen von, ob der Hänger erst sieht, von Römer Saas, von 1 Bad 5. Was heißt das dort? Was soll wir dann sein? Soll wir beim Sinnen bleiben, dort der Gnu durch euch geraten wird? Ab keinen war ich. Wo soll wir, da wir für den Sinn tot sind, da wir aber leben? Oder wollt ihr nicht, da wir alle, da wir an Christus Jesus gedäubt sind, an seinen Tod nangedäubt worden? Wir werden durch den Däupen mit Amtaub an den Tod begrüft, dort so aus Christus durch den Vater seine Herrlichkeit können von dort abgeweicht worden. Wir können an einem neuen Leben wohnen. Wenn wir mit Christus sind ein geworden, durch so einen Tod aus Heilab sich nehmen, wo wir sicher auch ein mit Amtaub und Abstohnen vom Tod sein. Alright, hey, gut, ihr zu sein hier von der Morgen, ich freue mich, mit Jintop hier zu singen. Wir wollen abstohnen, wir singen, und die erste Leute redet von, wo wir frei sind, von der Sünde, der uns gebunden hält. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siento el grado de pecado de mi corazón, en la cruz contó mi redención. Me ha perdonado solo en el nombre de Jesús.
Ich denke dort, was Jesus wirklich wird zu tun am Kreuz. Und ich sage, Leute, redet von, was Jesus steht. Weil sie lebt auf der Erde, dann läuft er uns. Weil sie stirbt, dann rät er uns. Weil sie begrüßt wird, dann drückt er unseren Sinn weg. Weil sie abstand, dann wird alles reich, alles vorig. Dann wird er justified, sagt er auf Englisch. Und dann, ein Tag, kommt er zurück zu uns hoch. Ein Tag, wo wir bei ihm sind. Was von glorreicher Tag da wird sein, ne? Right.
Dankeschön, Worship Team. Nun, das nächste, wo wir hier auf das Hängerste Sie checken, Gebet und Dank sagen. Das sind verschiedene Gebetspunkte, wo wir an unsere Obrigkeit denken, für ein Beten. Und auch für die Familie von Melvin Knolzes, um Trost und Kraft. Und auch für die TOF-Kandidaten Bradley Leiven, Ivan Peters, Armando Zacharias. Und auch für die, wo die waren als Glieder abgenommen worden von der, Jake und Lorena Hoda, Armando und Liana Peters, Ernie und Susie Reimer, Ronnie und Janelle Dick und Violet Knudsen. Und dann auch noch für die Gemeinde zu Blumenau. Es sind noch andere Gebetspunkte. Wo nicht, dann werden wir beten. Großer Gott, wir kommen für dich und sagen für Dank für das schöne Sonntag. Und danken dir für die Erlösung, was wir dürfen durch Jesus Christus haben. Und von der beten wir auch um die Obrigkeit, musst du entwiesen und anleiten, das Reich zu tun, so ist die das wohlgefällig hast. Und wir beten auch besonders für Melvin Knölzens Familie, die Onge hier. Sie mit ent, tröst ent, die auf den Kraft wieder zu gehen. Und wie sie antwortet sie, wieder, wo sie wiederkommen können. Auch für die TOF-Kandidaten,
Sie nehmen einen wichtigen Schritt. Sie machen halb ernt, was sie möchten. Im Glosen Wurzeln in Verdienrecht schaffen. Für die, die hier wollen, Gliedschaft abnehmen, wird ich auch hier. Sie machen ernt in Jaffi und Maut und Freitigkeit, die noch arbeiten dann in dieser Zeit. Auch für die Gemeinde in Blumen auch. Sie machen ernt, sehr ernt. Dass sie möchten ein Licht für die sein. Dort beten wir alle in die Namen Jesus. Amen. Und Gabe sage ich, bringt Gaben, Gold für den Herrn, Taub für den Herrn, bringt dem Herrn Gold, Salbe und Bronze, freiwillig, so ist dort jedem in sein Hort am Tisch breit. Heute Mose 35, Vers 5. Dankeschön für die Gabe, Gott hat sehen. Und von der aus nicht sind auch schon. Also wieder ewig Norm der Tiet. Oh, glorious day. Sungen wir dort mit einem Frauen oder sungen wir dort mit einem Smile? Manchmal sagen wir, sehen wir so ernst und glauben, wir tun so was ernst, ne? Weil wenn wir sehen, oh, glorious day, dann würde ich gerne smile, nicht? Kurz, die Schedule, was geplant ist von der, wir waren in der Botschaft haben, dann wollen die TOF-Kandidaten ein Zeugnis geben. Ich war vor 10 Bahnen die Frau stahlen. Dann wollen wir rückgehen. Und dann wollen die erste Stunde wissen, wo ich gerne rückkomme. Wir wollen bitte, für die der TOF hast, kommen wir Lothar nach Meier ab. Und dann wollen die erste Stunde, ich war da drin anwesend und ich wollte hier sehen, nur die zwei Leute, die gesungen wurden, haben noch die abgenommen. Von den Feierpoliden, eine Einzelperson. Von der habe ich den Timer, oder Acker-Timer gesagt, zu Wort taufen. Das ist eine Frau, die wir uns einzig mal stahlen, nicht? Zu Wort taufen. Oder zu Wort Jesus annehmen. Kann ich nicht bis anders fern sein? Jesus sagt, Grotzfeier in dem Himmel führen, Matthäus 28, Vers 19 und 20. Dann geht nur der Fälscher von der Welt und merkt dann die Lehrlinge und bleibt dann in den Namen von dem Vater, von dem Sehen und von dem Helden Jest. Lehrt und alles zu daunen, was ich ihnen befohlen habe, und verlot ihn darauf, als sie immer bejüngt bei dem Eng von der Welt. Heißt immer mit uns, till that glorious day. Kenya Hosea fährt eine Frau,
Vuram det, vuram dort. Vuram santo valti. Vuram balti hunt. Era vuram vuri kot, anders ist die hunt. Und sind wir denn ja verschiedene Meier. Era vuram kann ich nicht rütgen. Madlem rein, nicht? Era vuram soll ich einmal fein sein. Frau und Frau. Aber weißt du, was Kraut haben wir auch viel Frauen ans Leben. Und wie weit fällt nicht, vuram det und vuram dort. In der Bibel finden wir viele Antworten. Aber wir machen einmal ein Ding, denke ich. Und das hat ja Jahre drin, wo die hört. Und das heißt, dass die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Weil die Gehorsam zu Gott ist viel wichtiger als viele andere nebensächliche Dinge. Als Saul kriegt für die Amalekita, dann sagt Gott, merk alles dort. Menschen, Fei, du sollst nicht leben, die ewig bleiben. Und Samuel, Lothar, kämen soll, früher hast du tun, was Gott sagt, ja. Und sag ich, Samuel, was hegt du dann, die Taube blöd? Oh, sag ich dir, by the way, du wirst haben Sinn schmackt, Fei, wie dachtest du, wie wir das Brücke zum Garten Opfer bringen? Und dann sag ich, Samuel, gehorsam ist besser als Opfer. Wenn die so verken, dann haben wir uns eine Verstallung, nebensächliche Dinge, und wir merken uns, der Weg ja aus der Hauptsache ist. Als Hilfszeit-Türk schaffe ich mir zum anderen Türken-Taub, mit einem anderen Konferenz-Taub. Und wir haben einen Spruch, was wir sagen, zwischen unseres Gemeindes. In Nebensachen haben wir Freiheit, in Hauptsachen Einigkeit, und über alles die Leib Jesu Christi. Nebensachen, dort sind Dinge, was greif sind, ja? Wisst ihr dort, dort kriegt diese Nebensachen, besonders wenn wir das die Hauptsachen merken, dort gibt immer Trouble, always. Ein Ding ist, und von der, wie hat Torfas, Sam sei, Eva Jaitis reicht, Sam sei, Unjadokis reicht, weil die dort ist nicht die Hauptsache. Ich finde nicht, dass die Form die Wichtigkeit ist. Aber ich finde, dass ein Gehorsam, dass wir das tun, das ist wichtig. Unsere Taufkandidaten und unsere Gemeinde, die können wählen, ist sie wählen, die Taufe von Eva Jäte oder von Anja Döcke haben. Von der, diese drei haben sich alle gewählt, sie wollen Anja Döcke sein. Und dort ist, wohin die Zwischenantwort rückgehen. Jesus sagt, dann gut nur die Fälscher von der Welt und merkt an zu Lehrlinge. Und sie haben die Klasse genommen, sie haben gelehrt, was das meint, wenn sie die Taufe nehmen, für was die Taufe geht. Dann sagt Jesus, entdeibt an den Namen von dem Vater, von dem Sehen und von dem Heiligen Geist. So taufe da, wie wir verstehen, dass es ein Befehl von Jesus ist, was wir alle gehorsam sind. Die Bibel ist das Wort Gottes, die Bibel hat Befehle gegeben für die von uns, was wir Gott nachfolgen tun. Und auch denen, was Gott erwartet zu tun. Aber von der, was ist die Taufe? Was ist Taufe? Na, das haben wir uns gelesen. Nicht, das ist ein Plan Gottes, das, was Jesus sagt, Großfahrer im Himmel vor. Sogar das Mond von Äthiopien, die Kämmerer von Murenland, als um die Schriftwort klar gemerkt, dann erkannte er dort, was er gehorsam meint. Was er meint, Gott zu gehorchen. Apostelgeschichte 8, Vers 34-37. Da sagt es das. Der Beamte, nämlich kriegt es, Kämmerer von Äthiopien, der fragt Philippus, sei mir, von wem redet der Prophet? Von sich selbst oder von wem anderen? Er hat hier was gelesen, Jesaja. Na fragt, von wem redet hier? Dann fängt Philippus, kriegt mit der Schriftstelle an und predigt am das Evangelium von Jesus. So dass Philippus hier die Gelegenheit, das Evangelium klar zu predigen. Dann sagt er, dass sie wieder reisten, kämen sie bei den Wutter und der Mann sagt, check, hier ist Wutter, warum soll ich mich nicht taufen lassen? Deipen loten. Na, macht man denken, was Philippus hier sieht. Philippus sieht an, wenn du von ganzem Herzen glaubst, kann wieder tun. Dann sage ich dieser, ich glaube, dass Jesus Christus Gott sein Sehen ist. Und dazu wird die Taufkandidaten von der glauben, ob dort, wo sie ihre Taufe erholen. Hei wie gehorsam, hei lässt sich taufen. Der zweite Punkt ist, was ist denn die Zweite? Was ist der Purpose für die Taufe? Warum wird wir das tun? Was ist der Hänger? Diese Frau haben wir uns vielleicht selbst so fertig gestaltet und was immer war gestaltet. Aber wie wir lange von dem reden können, aber
zwei Vers in Galater 3. Galater 3, Vers 27 sagt, Nu sind die durch den Glauben an Christus Jesus alle Gott seine Kinder. Wills, wer einmal in Christus angedeibt ist, hat Christus angetragen. Was war wir besser? Es ist ein guter Zweig, es ist ein Riesen, wo wir uns Taufe loten sollen. Paulus kann dort, er weiß, von was er redet. Wann er reden hat, wann er geschrieben hat. Er hat es selbst belebt. Ob ein sehr wunderbarer Weg. Ob so ein Weg ist, vielleicht keiner von uns das Wort beleben. Aber er weiß, was er will. In Apostelgeschichte 9, du hast das beschrieben, was er belebt am Weg in Damaskus. Paulus hat ein gutes Vernehmen gesagt, dachte er. Er dachte so, er muss die jüdische Gemeinde beschützen. Er schafft vor Gott, dachte er, wenn er die Gemeinde Jesu Christi durchholen würde, wenn er die würde verstehen. Aber wie weit hing er weiß, am Weg, ob eins wieder ein solcher Tag liegt, und dort wird so Tag, dass Paulus für 3 Tage blind wird davon. Er musste in Damaskus 3 Tage lernen, was er war sein können. In dieser Zeit, was tat Paulus? Er tat Fasten und Beten. Lothar, in Apostelgeschichte 22, Vers 12, der saß hier, nach meiner Vers dabei, aber der, du sagst dir selbst, was er belebt hat. In Apostelgeschichte 9, Schrift 6, wir von diesem Begegnis, aber hier sagst du dir selbst, mit seiner Ehe wird, sag ich, dass ich in Damaskus wir, in Vers 12, sag ich dir, du wie Hananias, nun die Satz zum Gottesfürchtigen Mann, von dem all die Juden, die dort wohnten, geudet sehen. Der Mann wird er sehr. Der kann bei mir staunen und sehen. Bruder Saul, kick ihn mal ab. Wir stellen so fest, dass Saul ist, der wird abknallt und der wirft Mess verhungert, hat 3 Tage nicht gegeten. Und dann sagt das Ananias, Paulus, kick mal ab. Hier mal ab mit dem Kopf zu sein rauf. Er sagt, kick mal ab. Krieg dann, kann ich seinen in Sachen. Aber hier hat er bloß gehört. Da ging ihm die Uhr auf einmal ab. Dann sieht er, Unser Vater, Gott, hat sich die gewählt, seinen Wählen zu weiten, den Gerechten zu seinen und den Sterben in seinen Müll zu hören. Ananias sieht hier zu Paulus, was Gott sich gewählt hat, zu tun mit ihm. Er sagt, du sollst alle Menschen Zeichnis davon geben, was du gehört und gesehen hast. Und ich habe ihm das hier gesagt und versagt und sagt er, und was löst du? Lass die Deipen in den Senden aufwaschen. Während du seinen Namen anraubst. Er sagt, die fehlt noch eins. Lass dich nach Deipen, zu was wirst du noch länger lernen. Und das Frau, wie von der auch eins mal, ne? Jemand hat sich bekehrt. Und die Frau, wen wirst du nicht noch mal Tafel lassen? Na, weil du euch zu was kriegst, ne? Woran würde ich mich Tafel lassen? Well, because Gott hat das befohlen, ne? Und wenn wir trägen in der Apostelgeschichte nehmen, wo Ananias, was Tom sagt, er sagt, das ist der Fall 17, Hananias gäf sich ab den Weg der Hahn, hei wie schwerfällig, am Schein das sehr schwierig, aber hei ging der Hahn, nur dat du am Hüsten an, en led soll de Hang ab en seed, Bruder soll. Der Herr Jesus, der die ab den Weg hier han bejängt, haft mir geschickt, dort du war er so seine kennen, en mit den Helden Geist gefällt seinen. Hei sagt hier, mit noch ein bisschen mehr, Den ja krieg, was passiert. Das meint nicht, dass ein nicht stammt und der andere stammt. Das meint bloß, wir kriegen mehr Details rüber, wenn wir ein paar Städte lesen dürfen. Aber hier sagt es, Vers 18, in Furzfall so wird das Scheipen von Saul seine Ehren, und er kann war er seinen. Dann sagt es, und er stürmt ab und leidt sich deipen. Er stürmt ab und leidt sich deipen. Petrus sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 38, Kehrt an und lasst alle in Jesus Christus in Namen deipen, dort sind die Sünden verjäfft worden, dann wird Gott den Helden Geist schenken. Pastor Craig B., nicht? Das wird Petrus auch nur seine erste Botschaft sehen. So, das ist noch eine Ursache, wenn wir zu der Tafel laden. Auch in 1. Petrus 3, Vers 21 sagt es, daran wird zu seinen, was deipen für uns bedienen soll. Das ist nicht, dass uns durch der Trag vom Körper gewaschen wird. Aber dort wie Gott nur ein gutes Gewissen freuen, weil Jesus Christus vom Tod abgestohlen ist. Weißt du, wenn wir Gott gehorsam sind, dann gibt er uns ein gutes Gewissen. Dort sind die Folge davon, von gehorsam sein. Und dort ist auch, wo ein gehorsam wichtiger ist, das Opfer. Wir lesen Römer 6, Vers 3 in Feier.
Oder weißt du nicht, dort wie alle, die wir in Christus Jesus gedeibt sind und sind dort nahe gedeibt sind? Wie wurden durch den Deipen mit Amtaupen dort begruft? Dort so, als Christus durch den Vater seine Herrlichkeit können vom dort abgewerkt worden, wie können in ein neues Leben wandeln? Taufen ist, wann wir Jesus angenommen haben. Wann unsere Sünden aufgewaschen sind. Wann wir uns echt gekreuzigt haben. Wir sind ans alte Leben gestorben. Wir sind um nie Leben gekommen. Wir sind zum nie Leben abgestanden. Mit der Taufe bewiesen wir dort. Dort sind Beweis dafür, was vorher passiert ist. Wir können sagen, wir leben in einem neuen Wert, in einem neuen Boss, in einem neuen Management. Da Dinge haben geändert. Wenn Petrus sagt, kehrt an, dann meint er einfach einen U-Turn nehmen und in die andere Richtung kommen. Die von uns, die befreit sind, wie hart nicht hast, ja? Da wird Dinge, was der fertig hast, passiert, wir lernen uns kennen, wir checken uns an, wir fangen uns an zu gleichen und wir werden uns einig, wir würden uns befreien, ne? Aber wenn wir zurückkehren, wo erst kriegt man den Punkt, wo ist der Moment, wo diese Beziehung, diese Relationship mal ganz wirklich anfangen wird? Aber hast, ja? Wir mögen uns versprechen. Wir sehen einer zum anderen, ja, jo, oder I do. Eins die Jäger sich ein Ring, andere hat ein anderes Ding. Aber sie mögen sich versprechen, sie mögen sich was, dass sie sehen, das will ich true bleiben, das will ich tun. Wir gehen zum ersten Mal als befriedete Lied, der Länge im Gang, rührt in die Kirche. Vielleicht fehlt wieder dem Moment nicht, dass irgendwas geändert hat. Aber, wenn wir zurückkehren, da hat was geändert. Die zwei, die wieder eins geworden, ja? Aber Taufe passiert auch ein Ding, eine Art der Dinge. Wir nehmen Jesus an aus unseren Haaren, Rara. Wir mögen ein Versprechen am Tröte bleiben. Und dann leiten wir uns Taufe und dort wird ein Beweis dafür, ja? Aber die Taufe ist der Punkt. Die Taufe ist das Begebnis. Die Taufe ist die Zeit, wo wir zurückkehren und den Totem haben behalten, nicht? Viele von uns haben den Totem behalten, wann wir Jesus annehmen. Wann wir gerat worden. So, du hast genug Ursache getauft worden, wenn wir in der Bibel nachdenken. Dann fragen wir uns aber, wer kann dann getauft worden? Und das ist ja vielmal ein bisschen Verwirrung. Viele Menschen, es ist alle nicht klar, das ist alle im Nebel. Wenn es so viele verschiedene Lehren und so viele verschiedene Ideen Eva, ich frage mich immer, wenn Jesus was sagt, er braucht nicht viel wieder. Er braucht nicht viel unverständliche Beispiele. Er sagt, Lexus hat erst mit wenig wird. Markus sagt ihn, Vers 18, sagt Jesus selbst. Wer dort läuft und gedeibt wird, wird seilig worden. Und er sagt nicht, was das alle braucht ihm dort nicht. Er sagt bloß, wer nicht läuft, wird verdammt worden. Er braucht gleich viele Details bei sein. Wie kann das verstehen? Und was meint das läuft? Dort meint, ich vertraue dort, ich nehme dort an, dass meine Schuld ist betont und ich gebe dort einfach nur Jesus. Er sagt, wer aber nicht läuft, dann sage ich dir gleich nochmal, dann sage ich dir, der wird verdammt worden. Er könnte sagen, wer nicht läuft und getauft wird, der wird verdammt worden. Nur er sagt nicht mal, dass getauft. Da trägt er bloß nicht leiden. Und das sind, was Menschen, die dem Himmel bitte holen wollen, die nicht wo der Hand kommen. Dort ist bloß der Anlauf. Das ist bloß, wenn sie nicht an Jesus geläuft haben. Dort ist die Sinn, was Gott nicht vergeben wird am Jahr und Tag, wenn wir im Anglauben geblieben sind. Ja? So Glaube kommt für die Taufe. Wenn jemand an Jesus läuft, dann ist er ein Kandidat für die Taufe. Und wer er nicht läuft, der ist nicht ein Kandidat für die Taufe. So was von allem hat wieder ein Hartmanns Taufe loten. Na, wie weit du euch kriegt. Aber wir brücken, dass wir das erkennen, dass wir ohne Jesus verloren sind. Dass wir ohne Jesus nicht können im Himmel kommen. Dass wir ohne Jesus nicht können gerat werden. Wavenheimel, Apostelgeschichte 2, Vers 38 lesen, aber Wavenferdem nach 37 lesen. Da sagt er, aus der Hirten, Petrus hat gerade seine gewaltige Botschaft gebracht, ab dem Pfingsttag, und die Menschen gingen zu Horte, und die gingen zu Zayadeib, dann sagt er, aus der
Nu hierden, gent en dat te horten, en zij zeiden te Petrus en de andere apostel, Jemana, en lieve breider, wat zal wie doen? Wie zijn om arrechten, ons veel something. En daarop zegt Petrus, keert arm en loot jund alle in Jezus Christus in nomen duipen, dat jund de zenden verjeft worden. Hij zegt dan, wat God jund in helden jes trekken. En dat is krijg wat loot aan met Paulus passiert, ja? Haven ze geleest? Wanneer zijn we te jong? Er wordt als het Allah. Er wanneer zich eindelijk oud genoeg te mit hoofd verloten. Zoals je al zei, de Bibel jaft er niet een klare Allah aan. Ob ik verstoor zo, wann wir es begrijpen kunnen, dat we ohne Jesus verloren zijn en dat we in Heiland brücken. Wie moeten bekennen, wie moeten erkennen en bekennen dat we Sünder zijn en dat we in Radar brücken. En wie moeten bekennen en erkennen dat Jesus ons Heiland is en ons Radar wel. Jesus zegt zelfs, ik zie de Weg, de Wahrheit en dat Leven. Dan zeg ik dan, keiner kämpft nun vor, anders stel ik mij. En drittens, moet wie ons hand geven, tau Jesus, dem Radar, ons arm en ja stalen. Gott ist bekehrt, unsere Sünde bereuen, von unserer Sünde weichdrehen und Gott gehen. Weil die Taufe allein an sich hat keine Meinung. Darauf muss man sagen, was für ihn passiert ist. Und wenn da nicht eine Bekehrung wäre, dann ist die ladig. Da sind wunderbare Wege, wo wir dort begreifen können. Nicht? Aber da wird es russische Comedian, die kommen nur stets und haben jemanden Großwegstuhl nehmen. Ma, sag ich dir, das ist interessant mit dem Land. Instant Food. Plus, wo dann abgeht, dann hast du den Food rein. Instant Milch. Plus, wo dann abgeht, dann hast du es rein. Instant Oranges. Wo dann abgeht, dann hast du Oranges. Dann sag ich, Baby Pulver. Dann wieder am Ende. Ich sag, wow. Weißt du, das wird wie manchmal versägen. Wir können nicht ein ungläubiger Mensch taufen, dass er ein Christ wird. Das schafft er nicht. Der wird selbst, wenn er sich entscheidet, ein Christ, dann nimmt er die Taufe. Wenn wir das anders staunen, das Kreuz ist, wenn wir versägen von Babypulver Babys zu machen. Das schafft nicht, das weit wie. Das regt nicht tot, da wird er immer jäuten. Also fertige Taufe kommt die Glaube. Und das gibt viele Ursachen, wo ein Mensch fällt, dass wieder schieben, sich nicht wahre Taufe lassen. Eins, ihr weißt vielleicht nicht, dass es wichtig ist. Eins, ihr habt vielleicht niemals von ihr gehört, dass ihr getauft worden. Andere, die glauben noch nicht, haben noch nicht Jesus angenommen. Aber weißt ihr, das kann auch sein, uns ist das eine große für dein Mädchen. Wir sind zu stolz. Wir möchten dort nicht uns dein Mädchen, uns Glück stahlen mit anderen Menschen. Stolz hält Menschen träge, in Gottes Recht nahe zu kommen. Meier als irgendein Wort. Und ich glaube, die Taufe, das ist ein sehr guter Equalizer, ein sehr guter Utlecker. Das sind dort, wo Gott oder wo schlecht wie wir sind, wo recht oder wo arm, was für eine Klee wir haben, was von dir das fertig wie vorne, oder was von dir das vorne wie haben, oder was von gute Arbeit wie haben, oder was von guter Wert wie sind Sünder, was der ich genau geraten sind. Und dort steigt es wie alle immer rein. Und dort wies wie auf die Taufe. Ich will keinem rechten, wer noch nicht getauft ist. Das ist Gott seine Sache. Jo? Aber ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn wir gerade sind und erkennen, was Gott seine Wahlen von uns ist, dass wir gehorsam sind und dort daunen. So fange ich die Bibel. Die Frau ist bloß, hast du Jesus all angenommen? Warum wirst du das nicht daunen von der, wenn du noch nicht hast? Oder hast du ihm angenommen, die wundert, soll ich mich taufen oder soll ich nicht? Ja, das ist, die Bibel lehrt das so. Warum nicht die Klassen nehmen? Wie jeder wahrlich Klassen? Um das klar zu merken, warum die die Taufe lassen und an Taufe lassen. Because dort sind gehorsam zu Gott. Und die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Warum das klar holen? Wir gehen wieder. Ich frage die Taufkandidaten, sie wollen abkommen, ihre Zeugnisse geben, sie können alle abkommen. Nur dem wollte ich ein paar Frauen stahlen und nur die Frau wollte ich mit einem Brit gehen für die Taufe.
Good morning. Mirst von jedem, wer mir alle kann, mein Name ist Bradley Leuven. Und erstens fällt es sein, dass Leute, die wir singen, dann, dass viele Leute, die wir singen, dann, du sagst, living, he loved me, and dying, he saved me. Mir glaubt, hat das noch nicht alles, dass dort ein Ende vor uns mir dort von der und dort. Ich will Karten bitten, mein Testimony sharing. Ich will erstens dank sein zu meiner Mom, dass ich auch könnte an Christel jetzt heim abwassen, dass ein Sager hat das Ende was. Und ich sah in Deutsch vor der Tiden an mein Leben durchgegangen, und ich glaube, jeder ein von uns wird kein das Sausi sein. Und jeder Mensch fühlt sich vielleicht so sein Leben als ein Schwanz, die was, ne? Und so gleich hat mir das mit mir. Als ich so jung war, dann verlor ich meinen Dad. Und dort like, habe ich meine ganze Familie auch noch erzählt. Aber dort ist ein Ding, was like, jeder Mensch fehlen hat. Und sie will alle einer wollen das. Und er denkt, sie vielleicht wird das wollen ohne einen Dad. Ne? Und ich sehe an, die wollen das etwas schwander. Ja, und sperrt sich dort so. Aber das gute Ding ist, dass Gott sagt, ich will du für dich sein. Ich will der Papa für dich sein. Und du sei so dankbar für. Und so, ich will mein Testimony ein bisschen sharing. Es sagt so, jung wir, ich sind like, noch einmal ein bisschen rebellious Kind gewesen. Und es sagt alle Wort, das Wort durch Wendja. Aber es ist so dann da, man einer jung ist, einer sieht sich fremd. Und Fritz, das ist interessant, wenn er sich fremd sieht, wird das erste einmal in irgendeinem rebellious King erkämpft, ist was einer ist. Und so, da ich auch, meine Freunde, die ich merken darin, dass wir in irgendeinem, was ein bisschen rebellious für uns sind, ist auch. Und aber, ich komme bei einem Punkt im Leben, wo mein Leben so am meisten einkommt. Und gerade dann entscheide ich, Jesus zu folgen. Ich bin dann 13 Jahre alt, es hat ein Accident bei mir und ich so ein Mess krieg, nicht im Leben bleib. Und vor dem bekehre ich mich. Und ich wir dann für eine Werk im Hospital bin. Und wir werden da zwei Werke am Weg zu beten. Und dann bin ich frisch ein Accident bei. Und dann frage ich mich, was will Gott von mir? Da spürt sich so, will mir was sein? Und ich höre das aber nicht. Ich lebe mein Leben wieder und ich komme wieder und wieder auf von Gott. Und ich fange frische Freunde und das Wort ist euer. Und aber so viel wieder ich von Gott wegkomme, so viel schlechter jenke, wo ich vielleicht alle einmal gesperrt habe. Ne? Und aber so viel alle ich werde, dann kann ich über dem an sein, dass ohne Gott hält Leben nicht an. Und da kommt ein Punkt in meinem Leben, wo ich bis nicht weiß, wo ich hin will. Und so, ich fuhr nur ein Event in Belize. Und ich mühe mich frisch ab. Und ich fange Jesus war, ich komme war nur an. Und du sagst, ich bin so dankbar für. Das Testimony, ich glaube, aber das soll nicht sein, und was das Leben vorher als ich war, aber was das Leben nachher als ich war. Und ich will bloß sagen, nur dem, was ich mich frisch abgemerkt habe, das Leben ist so viel besser. Ich will allem tun, wer sich noch nicht hat, sein Leben in Jesus Hand geben. Das Leben ist so viel besser, als es dort. Es sagt noch eine Schild, wie, dann singen wir viele Leute. Und ich kann die aber gut verstehen. Ich singe mit, aber nur dem, was ich mich heute frisch abgemerkt habe, dann habe ich immer kann ich die Leute alle verstehen. Dort Jesus wie für mich gestorben. Er hat die Sünden wahrgenommen von mir. Und was für ein großes Geschenk ist das nicht? Ich fühle mir das nicht wert, aber Jesus hat das getan. Und ich bin so dankbar für diese Kirche. Ich will mich so bedanken an Benny für die Klassen geben. Er hat eine so gute Arbeit getan. Mit Dingen mir ansehen, die ich nicht auch kann verstehen. Da wir eine Klasse, da wir Prayer einlassen. Und da wir mir so wichtig, da wir in verschiedensten Wege, wo wir können beten. Und
worshiping wie irgendeine Sorte von Beten. Und mir merkt das so, oder ich fühle mich so nur zu Gott, wenn ich singen kann, fragst wie ich da ein paar Leute singe, ich spüre mich so nur zu Gott, das ist dort. Und da wäre noch ein Teil mehr eine wichtige Lektion, aber der eine, der hat mich so angeredet, ich, Gott hat so schändlich viel Gebete in meinem Leben erhielt. Und dort ich von der und sie, dort sind bloß Gebete, especially für meine Mom, ich bin so dankbar für ihr. Ich will mich so bedanken für ihr und für das ganze Zeug für mich hier abnehmen und hier für mich sein. Und ich freue mich, dass sie wieder für mich beten wollen. Das Leben ist dann noch nicht leicht, aber ich glaube, wenn wir Jesus angenommen haben, dann haben wir wem, wer für uns anstehen wird. Ich habe ein paar Fragen, die mir so wichtig sind. Ich werde hier vorlesen. Erst aus Römer 3, 23, dort sage ich, For all have sinned and fallen short of the glory of God. Wir haben alle gesinnt, wir sind alle kalt gekommen bei Gott. Dann aber 1. Johannes 2, Vers 1 sage ich, My dear children, I write this to you, so that you will not sin, but if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense. Jesus Christ, the righteous one. Wunderschön ist dort nicht, dort wie wem Hand wird für uns dort anstehen. Jesus. Und ich will mich noch einmal bedanken für all die, was für mich gebetet hat, für die letzte Zeit und vorher auch. Ich bin so dankbar für dort, Jesus dort gebetet erhielt. Wenn ich nicht dort, dann würde ich hier von dir nicht sein. Dankeschön. I've written a testimony Have you ever felt like you weren't chosen to be saved by God? I went through that a lot, thinking I could never be saved until the Holy Spirit revealed to me that it was wrong. God gave man the free will to either obey him or disobey him. This is the evidence when he places the two trees of the Garden of Eden, the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. And an evidence that we all can be saved is that God sent his son Jesus to die on earth for all men so that we may have eternal life with him. And John 3:16 says, For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. I thank God that I was raised by a Christian family. Even when we sin, God still loved us. Nach mein Name ist Armando Zacharias, ich bin gesehen von Poetin Elisabeth Zacharias. Von klein an haben meine Eltern mich von der Bibel gelehrt in eine Geschichte vertalt und für dort sie sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar, dass Gott mir auf seine Gäude Aure geheft. In 2017 starb ein von meinen Onkels und Krebs. Und dort kann ich nicht verstehen, dort wann Gott Geld wird, woran mein Sohn Tauleut. Bei mir da, der hat mir dort verstehen können, dort wie es Gott ans Mensch gemerkt hat, dort wie man es hier einen Tag führt. In 2018 trage wir nach Kanada für Wortmonate. Nach zwei Tagen kriegen wir den Urrecht von meiner Säste am Mond, dort erkennt man, wie wir geboren und ob dort jemand einen Teil Fehler geboren. Und dann können wir sagen, was ich trage hier in Mexiko. Und bei der selben Jahr starb sei, dort zweifelte ich für lange Zeit, wenn Gott geht, wie er Leute so ein junges Kind hier führt. Und bei Peter Gott, dort haben wir das überhaupt verstanden und heute deutlich. Und in 2019 trage ich nach Campeche und dort wohnen wir für 5 Monate. Und von Campeche trage ich Ich trage nun Kanada und wohne dort für ein Jahr. 2020, als Covid war, fragte ich, trage hier nun Chihuahua. Als wir hier waren, werde ich an, dass meine Freunde webte und ich will mit einem Taub sein, so ich dort auch. Und 2021 hat meine Sachrise Großpapa in Exerand, wo er sah, schon verletzt wie euch. Und du dachte ich,
wann ich für den Tag sterbe, wo ich wird sein, ich weiß, dass ich nun Himmel will ich dann nicht. Dort ja entscheide ich mich, dort ich werde nur die Samme Bibel schreiben. Und du mit der Haupt von einem von den Lehrern, nun bei Jesus ohne es mein Hauwand. Und dort ja ist besonders schwer, was ist dieser Sterb. Und dort weiß ich wirklich, wer Gott sind, Törleut. Aber ich will antworten, so ich fange die Bibel an zu lesen, und ich kann die Antwort nicht wohl fangen. Ich fange die Frieden mit an, was ich dir lehre aus. Und ich sage Gott so dankbar, dass ihr uns auf die Bibel gegeben habt, wie ihr lesen könnt in schweren Tiden. Und ich sage Gott auch dankbar für meine Familie, die immer durch die Familie war, und meine Freunde, die mir gegeben haben. Dankeschön. Dankeschön für jene Zeugnisse. Ich wollte hier eine freie Frau stellen. Ich wollte eine Frau stellen, aber ich wollte alle einzeln zu dir Jo sein. René, leider Jo. Ich frage ihn, glaubst du, dass Jesus Christus Herr ist, dass die Bibel Gott sein Wort ist und dass die Erlösung allein in Jesus Christus ist? Dann antwort. Ja. Hast du Buße getan von deinen Sünden, Jesus aus deinen Haaren in Heiland angenommen und bist du entschlossen, am Tefal, Jesus, die Bibel das lehrt? Dann antwort mit Jo. Drittens, nimmst du das Glaubensbekenntnis von dieser Gemeinde an und bist du Hand auf diese Gemeinde zu in der Stadt mit Gebet, Gove und Dienst dieses Gott, die wird für mich gegeben? Ja. Deine Letzte, hast du ein Verlangen, ab das Bekenntnis getauft und in die Gemeinde abgenommen zu werden? Ja. Gut, wenn das ist dort ist, dann wollen wir reden können und die Aschers wollen jemand wissen, wo ihr herankommen kann. Namens Hoffen, Eige von Gebet. Ich würde einmal bedanken dir für diesen Moment, für den Tisch, den du uns gegeben hast. Ich danke dir für diese drei Jungs, besonders für das Erleben, das ich gegeben habe. Ich danke dir, dass wir dich mit der Taufe bedeuten. Und ich freue mich um deinen Segen, um deinen Frieden, immer uns werden wieder da. In Jesus' Namen. Amen. Und wo sehen wir deine Sünde? Und auf den Glauben an Jesus Christus taufe ich dich im Namen vom Vater, vom Sehen und vom Heiligen Geist. Amen. Armando, auf dein Bekenntnis. Dass Jesus Gott gesehen ist und auf ihn bekannt ist und Busse über deine Sünde und auf ihn glaube an Jesus, taufe ich dich im Namen vom Vater, vom Sehen und vom Heiligen Geist. Willkommen zur Gemeinde von uns. Okay, die Aschers waren irgendwann in Gottes Wahl. Ich drehe auf den Platz, wo ihr schwer. Wir sind dort bald vorbei. All right, hey, Baba, noch mal ein paar Leute singen. Wenn es passend ist, abstehen, dann will ich, wenn es zusammenkommt, dann nennen. Vielleicht sagt man, was ist hier wollen, dann will ich abstehen, Baba, ein paar Leute singen, noch mal.
Weil wir singen von uns Freund, was wir haben in Jesus. I have a friend, a friend, a friend, and Jesus is his name. He will not leave, he stands by me, my shepherd he remains. I have a friend. His name is true. His name is true. So, wir danken ihm unsere Hoffnung, unsere Freude, unsere wundervolle Rada. Gott ist unser Freund. Das Freund, der ist herrlich, er ist für immer herrlich. Das sind hier Leute, die wir wollen singen. Holy forever. Aber sie nehmen das immer alles. Sie nehmen das Höchste. Und das ist ein Halljahr, nehmen, wem wir anbeten. So, Jesus, beten wir an.
Gott ist heilig, jo. Er steht allein. Du hast kein anderer Gott, es ist bloß ein Gott. Und wir sagen uns, you are holy. Was meint das? Er ist heilig, er steht apart. Er steht aus einer, aus einem Gott. Und ein Haar, über alle Haare. Das ist wunderschön. Gut, Dankeschön, wenn wir ans Matabrik kommen, Trignan kommen. Wir waren noch die, was abgenommen war, sind, die Leine hat ihr Zeugnis zu geben. Ich freue mich, dass die Wahlen abkommen. Hier und an einem anderen Zeugnis geben, dann wollte ich doch die Frau stahlen. It's your time. Marius, ik leer meest van je tjane mee, maar ik wil daar nog zeggen wat ik zie, Romando Peters, mijn vrouw Liana, we hebben Faya Tjenga, Ryan, Ashley, Patrick en Haley. En we zijn dankbaar dat God om Kriets gestorven is voor onze zonde, want het niet voor zien dat om Kriets werd, dan worden we niet hier zijn. En we vrijen ons dat we tjane in deze tjoek ons tussig feilen. Die Kirche ist nicht perfekt. Und das liegt, weil wir uns hier so tüßig feilen, wir sind auch nicht perfekt. Aber uns verlangen ist, hier mehr zu schaffen. Denn Zeugnis, was wir hier tun, deutet ist, von wenn der Junge im Führer hat, der Führer, der die Dinge explained hat, der Führer, der mit einem Taub schaffen, das sind so eine Zeugnisse, was sehr, sehr zu mir redet. Ja, es ist Roman Dolzerek sein Liana und ich freue mich, dass ich hier kann und dass ich heute nicht tüßig fallen und ich will hier mehr schaffen und sein, dass ich kann dort tun, was Gott von mir will. Good morning, mein Name ist Violet Cornelton. Mein Herz ist sehr voll von Dankbarkeit und Freude, wenn ich denke an, was Jesus für mich getan hat. Und ich habe in seiner Größe genug und seine Leib mich an. Und sie ist sein Kind angenommen. Ich habe mein Herz von Weide geholt und ich habe mich frei gemacht und viel Freude in mein Christenleben gebracht. Und den Relationship, den Deibach Connection, was ich kann haben mit ihm, das für mich ein sehr großes Geschenk. Ich habe mir Interesse in Gubi gegeben, was ich dann noch will brücken hier und wo immer ich mich anstellt und in sein sein für die Menschen, die dran an mir sind. Buenos días a todos. Mi nombre es Jake Juara. Mi nombre es Lorena. Wir sind dankbar, dass Gott uns Leben geändert hat und wir den Herrn Jesus Christus können annehmen aus uns. Wir sind ja Heiland und wir denken, mutig fair war hier in dieser Gemeinde abgenommen zu werden. Und ja, wir wollen uns hier immer dies Jahr hier in dieser Gemeinde. Und wie ich denke, möchte ich für euch. Gracias. Good morning. Susi Nack, ich denke, für euch hier in das Jack Matter schaffen. Und wir haben uns natürlich gefällt. Und so, wir danken Gott, dass er uns auch von unseren Sinn gerät, dass er uns für uns war, in der Hoffnung hat, ein Leben in der Hoffnung mit ihm. Und uns verlangen, dass hier Matter schaffen und nur in der Gott kommen und mehr trauen, wo wir mit in der Community, in der Zeug. Und so, Dankeschön, für uns hier abnehmen. Good morning. Vier Tampa für Gott in den Leuven genug, der uns das Ende von Jahr, wenn wir nur freuen. Und es hat been 2 Jahre, wie hier sind die Zeug gefahren. Und die haben uns hier fern abgenommen. Und hier euch lang, weil wir uns hier tüßig. So, ich gefähre euch nur hier.
alle Matschhoffen und für anderen Halbzahn und einem Halbblut, wo man fehlt. Dankeschön. Dankeschön für das Mitteilen und Dankeschön für jeden alle, was ihr Matschhoffen tun. Und das ist so schön, wenn wir das klar merken, wo wir das sind, nicht? Das ist nicht ein Ding, was ab ewig heißt, das ist ein Ding für das Leben in Donus der Harrens Leben. Dat. Und das jaft immer noch ein bisschen auf, zu committen to something. Und das ist ein Krieg, wo ihn das machen beleidigt. Aber jeder einer von uns hat einen besonderen Wert für Gott und für die Gemeinde. Und ich freue mich für die Wahrlichkeit, was sie hat um deine. Ich wollte ein paar Fragen stellen und nur jemand die Hand reichen für die Aufnahme. Meine Frau und Jünd ist, bist du getauft auf das Bekenntnis von deinem Glauben an Jesus Christus? Ja. So, sie sind alle getauft auf ihr Bekenntnis an Jesus Christus. Bist du wahrlich, ans Glaubensbekenntnis anzunehmen und auszuleben, so gut aus die Kosten weiß? Ja. Noch die letzte Frau. Es dein Verlangen, mit uns taub zu schaffen, so es Gott die Kraft gibt, und in diese Gemeinde abgenommen zu werden. Ja. Gut, geh in die Hand reden, um abgenommen zu sein. Ronny, willkommen in die Gemeinde von Hillside. Janelle, willkommen in die Gemeinde von Hillside. Susie, willkommen in die Gemeinde von Hillside. Ernie, willkommen in die Gemeinde von Hillside. Jake, welcome in die Gemeinde von Hillside. Lorena, welcome in die Gemeinde von Hillside. Violet, welcome in die Gemeinde von Hillside. Diana, welcome in die Gemeinde von Hillside. Romando, welcome in die Gemeinde von Hillside. Mag Gott Ihnen alle reichlich sein und wir werden wieder mit Ihnen taub schaffen. Gott hat es wunderbar angerecht, dass wir als Gruppe taub, wo wir uns taub trafen, in der Gemeinde sind. Das meint nicht, dass wir die Einzigen sind, das meint, dass wir sind ein von den lokalen Gemeinden. Aber wer immer Jesus aus ihrem persönlichen Heiland hat angenommen, der hirte die Gemeinde Jesu Christi. Ja? Wir haben verschiedene Gustos, verschiedene Flavors und wir haben verschiedene Wege, wo wir Gott deine tun. Und macht das Gott sein Weich sein, wo jeder einer von uns und wer hier von der abgenommen sind, gerne Gott, und was zu deinen für die Zeit, wo wir nur gut spannen sind. Wir haben uns heute neigen zum Gebet. Vor dem Himmel, Dankeschön für Matt und Sahne. Dankeschön für das Leiden und Fieren. Dankeschön, Herr, dass du so gut bist und uns die andere Kennung gibst, dass wir kennen, deine Kinder sein, dass wir kennen, deine Deiner sein, dass wir kennen, du sein, einer für den anderen und alle Taub für dich. Diese Gemeinde, die Gemeinde in Rama uns, und in jeder Gemeinde Jesu Christi bete ich, dass die Antwort sehen und dann Kraft geben. Ab der steht, wo wir alle taub sind, dass wir dort deine, mit der Gabe, was du uns hier gegeben hast. Und ich freue mich, dein Sehen, und dein Frieden, dein Schutz, wann wir fahren hier gehen. In Jesus in Namen. Amen. Der Worship-Team wird noch abkommen, noch ein Leid sehen, ich sage, der Hölle in. Nur dem ist jeder einer herzlich angeladen, hier zum Arach zu bleiben. Die Frau ist alle extra Erde mitgebracht, so fällt ihnen ganz frei, hier zu bleiben, mit uns in die Gemeinschaft zu haben. Alright, bitte welkom. Einmal abstoen, wel een Leute zing. Ik ga aan en je niet op. Running in you.
leven. Wie weet wie we gaan wel, nee? Ja, de ushers waren in het wezen waar ik aan eruit kon. Daar neemt plaats waar het patiënt is met eruit kon. Dankjewel. En die wat die tofzenden opgenomen zijn, goed alweer ik verabreed. Vielleicht wel iemand hier nog de hand reken om te zien. Waarom zou ik mij niet in je been? Ik wil hem helemaal bedanken voor dit moment. Ik wil je hier heeft gehad. Ik dank je voor deze drie jongens, bijzonders voor de leven die je heeft gehad. Ik dank je dat we aan de kant met de tofie bedienen. En ik vrouw om te zien, die in vrede eeuwen ons werden wie dit in deze zin noemt. Okay, die Ushers waren diese in Gottes Wahl, ich drehe auf den Platz.